geht? Ich bin Ira. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu diesem Video. Diesem besonderen Video, in dem ich mal wieder etwas teste. Ich bin gerade aufgestanden. Ich wurde aus dem Bett geklingelt. Ich habe ein Paket bekommen von Smile Secret. Übrigens nicht zugeschickt, selbst gekauft. Ich wollte heute eigentlich gar kein Video drehen, aber ich wollte es auf jeden Fall direkt ausprobieren. Und da ich dazu ja ein Review machen wollte, sitze ich jetzt hier mal wieder gammelig ungeschminkt. Mit ausgelutschter Haarfarbe. Als ob ihr das nicht gewohnt seid von mir. Gerade so in letzter Zeit. In letzter Zeit häuft sich das. Aber wenigstens habe ich wieder einigermaßen Augenbrauen. Also ich habe mir von Smile Secret ein Complete Set bestellt. Also das komplette Set sozusagen mit allem, was es dort gibt. Ich wollte mir nämlich mal meine Zähne bleichen. Nennt man das so? Aufhellen? Wollt mal gucken, ob es funktioniert. Also ich habe das Problem, dadurch, dass meine Haut relativ hell ist, fällt halt eine Verfärbung meiner Zähne eher auf, weil der Kontrast dann halt einfach anders ist. Also gerade im Winter, wenn ich dann wieder heller werde von der Haut her, fallen dann dunklere Zähne umso stärker auf. Und das sieht gerade in letzter Zeit richtig unschön aus, finde ich. Also ich trinke hier auch sehr, sehr gerne Tee. Und Tee neigt ja auch wie, ich glaube, Kaffee auch, ne? Und Zigarettenqualm natürlich, wobei das auf mich nicht zutrifft. Aber ich trinke sehr gerne Tee. Dazu die Zähne zu verfärben. Und gerade jetzt, wo es wieder ein bisschen kälter wird, ein bisschen useliger, trinke ich dann doch sehr, sehr viel Tee. Und da habe ich halt gemerkt, dass es sich ganz schön auf meine Zähne absetzt. Und ja, ich bin in letzter Zeit nicht so zufrieden mit meinen Zähnen. Und deswegen möchte ich das gerne mal ausprobieren. Ich habe noch nie sowas ausprobiert. Außer halt in der Drogerie mal so irgendwie Zahnweiß. Zahnpasta oder so. Ich habe mir vor, boah, keine Ahnung, 10 Jahren noch mal irgendwie so Stripes bestellt. Die haben auch ganz gut funktioniert. Das war irgendwie was Englisches. Aber so ein Gerät habe ich noch nie probiert. Also das wird jetzt das erste Mal sein. Das Set hat 119,99 meine ich gekostet. Ich kann es euch gerne mal verlinken. Und hier ist jetzt wirklich alles drin, was es irgendwie gibt. Und wenn ich dann diese Pens nachbestellen würde, habe ich schon gesehen, würde das, ich glaube, 50 Euro oder so kosten. Was ist das denn? Magics in the Air. 20% Gutschein. Ach so, für Lashes. Ja, ich brauche keine Lashes. Zu diesem Set gehört eine Bamboo Brush, eine Bambus-Zahnbürste. Wäre jetzt nicht nötig gewesen, habe ich auch hier. Aber ich dachte mir, komm, einmal das komplette Set. Ich bin ganz froh, dass es eine Bambus-Zahnpasta ist. Zahnbürste, mein Gott. Bisschen Nachhaltigkeit schadet ja nicht. Dann haben wir hier einmal das Coco Smile Activated Carbon Powder zur Zahnreinigung. Da ist im Grunde nur, es ist jetzt auf Englisch alles drauf, Charcoal, heißt das so? Charcoal, Charcoal, Aktivkohlepuder. Bentonite, Menta, Piperita, in Klammern Peppermint Oil. Also im Grunde ist es eigentlich nur Aktivkohle mit Peppermint Oil und keine Ahnung, was Bentonite ist. Müsste man jetzt mal googeln. Nehme dir deine Zahnbürste zur Hand und halt diese unter lauwarmes Wasser, anschließend mit der Zahnbürste vorsichtig etwas Pulver aufnehmen und nun für 2 Minuten die Zähne gründlich putzen. Das Coco Smile kann täglich bis zu 2-mal verwendet werden. Ja, und was soll das jetzt bewirken? Wenn hier nichts weiter draufsteht. Kira! Muss ich gleich nochmal auf die Webseite. Jetzt ist hier Plastik drum. Keine Lust, eine Schere zu holen. Ach, hier ist ja auch eine Gebrauchsanleitung auf der Rückseite, sehe ich gerade. Aber nur, wie man das Gerät benutzt. Zu dem Aktivkohle-Gedöns steht hier leider gar nichts. Habt ihr sowas schon mal benutzt? Also jetzt nicht unbedingt von der Marke, sondern generell. Weil ich kenne mich da, wie gesagt, gar nicht mit aus und weiß gar nicht, wie ist das. Also ist der Preis jetzt normal? Ist das teuer? Ist das billig? Also hier ist schon mal so ein Ding dabei, wo man gucken kann, was habe ich denn? Also hier ist das Gerät. Also ist dann einfach nur so eine Schiene. Ne? Und jetzt hat die gerade ihr Spielzeug. Es ist mal wieder typisch, ne? Das kann man dann am Handy anschließen. Hier sind 3 verschiedene Aufsätze. Das ist sehr gut. Ne, da sind noch mehr. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Also insgesamt 5 verschiedene, damit es auch garantiert bei jedem Handy passt. Hier sind diese Stifte dabei. Da muss ich gleich. Moment, jetzt gucken wir erstmal in die Gebrauchsanleitung. Also, das Complete Set von Smile Secret besteht aus dem Phone Bleaching, dem Coco Smile, der Coco Brush Zahn. Schonende Zahnaufhellung ohne Peroxid. Von Zahnärzten entwickelt und empfohlen, vegan, nicht an Tieren getestet. So, vor jeder Anwendung mit deinem Phone Bleaching empfehlen wir, die Reinigung mit unserem Coco Smile durchzuführen, welches auf 100% naturbelassenen Inhaltsstoffen basiert. Rückstände von Kaffee, Tee, Wein und Tabakflecken werden natürlich und schonend entfernt.
Zähne sicher reinigen, Zahnschmelz verstärken, Zahnfleischgesundheit verbessern und Atem erfrischen. Ich bin mir sicher, eine normale Zahnpasta hätte es da auch getan. Also braucht man das unbedingt? Ich weiß nicht. Also Cocobrush Bambuszahnbürste. Der Zahnbürstengriff besteht zu 100% aus nachwachsendem Bambusholz. Die Borsten wurden mit Bambusholzkohle optimiert. Er reinigt schonend und sanfte deine Zähne mit leichtem Bleaching-Effekt. Ich glaube, das eh gehört da nicht hin. Dank der Borsten mit Aktivkohle. Mache ich das jetzt trotzdem? Ich denke schon. Wenn schon, denn schon. Ich dachte, das ist mit Pfefferminzöl. Das riecht aber nach gar nichts. Das ist so widerlich. Das wäre doch was für Halloween, oder? Also hier hinten ist eine Gebrauchsanleitung. Kira, muss das jetzt sein mit deinem Quietsch-Spielzeug? Spüle deinen Mund aus, habe ich gerade getan. Trage das Bleaching-Gel auf die Zahnoberfläche auf. Verbinde dein Smartphone mit dem Leiter. Der integrierte Timer stoppt die Anwendung nach 16 Minuten automatisch. Jetzt reicht's, Timeout. Die spielt nie mit diesem Scheißding, aber jetzt, wenn ich Videos mache. Jetzt ist vorbei. Danach spüle deinen Mund aus und reinige deine Zähne. Den Leiter unter warmem Wasser reinigen und abtrocknen. Also hier hat man, wie gesagt, drei dieser Pens, die man dann auch eben nachbestellen kann. Habe ich schon gesehen, einzeln oder im Dreier-Set. Hier kann man dann, okay, drehen. Ziemlich fest ist das. So sieht das ekelhaft aus von Namen. Also mein Gesicht, meine ich jetzt. So, jetzt kann man währenddessen im Handy das, was ich machen, nicht gleich. Ich musste kurz eine Akkupause machen. Das passte ganz gut. Habe ich mich mal schnell umgezogen. Mir war ein bisschen kalt. Also das Ding wird halt ein bisschen warm. Und ansonsten passiert da im Grunde nicht viel. Es geht halt dann nach 16 Minuten von alleine aus. Und getan hat sich gar nichts. Ich muss aber auch sagen, ich habe es nicht wirklich erwartet. Also ich habe schon damit gerechnet, dass es wieder irgend so ein Scam ist. Weil, mal ganz im Ernst, es ist einfach nur LED-Licht. Da könnte ich mir genauso gut eine LED-Lichterkette kaufen, mir die in den Mund stecken, hätte ich den gleichen Effekt. Und ja gut, ich hätte jetzt gedacht, vielleicht das Gel bringt ein bisschen was. Aber von der Lampe an sich habe ich nicht wirklich viel erwartet. Und auch der Preis, 120 Euro, das ist ein bisschen überteuert für das Ganze, finde ich. Das Einzige, was ich in dem Set ganz gut fand, ist die Bambuszahnbürste. Ich habe ja auch eine. Also ich benutze ja nur Bambuszahnbürsten. Ich habe meine letzte von DM, meine ich, gekauft. Aber die ist so rund. Der Griff ist so rund. Und die ist abgeflacht hier aus dem Set. Und die, finde ich, kann man besser greifen. Und die Borsten sind auch weicher. Ich habe empfindliches Zahnfleisch, da tun mir harte Borsten schon des Öfteren mal weh. Und ich finde die Zahnbürste echt mega. Ich würde gerne wissen, wo die einkaufen. Ich würde mir die gerne auch kaufen. Also dauerhaft dann kaufen. Aber ansonsten, ja, es ist einfach nur Scam. Machen wir uns nichts vor. Das bringt alles nichts. Also es gibt ja zum Glück eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Die werde ich dann in Anspruch nehmen, werde mir mein Geld zurückholen, weil das absolut nichts gebracht hat. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es wahrscheinlich nicht mal wirklich gut für die Zähne ist. Aber nichtsdestotrotz bleibt mein Problem. Ich muss gucken, dass ich meine Verfärbung loskriege. Ich hatte schon mal ein bisschen gegoogelt, auch mal bei DM und so geguckt. Da gibt es ja auch jede Menge so Zahnweißzeugs. Da gibt es auch so Schienen mit Gel. Das ist aber von Perlweiß, meine ich. Und ich hatte mal gegoogelt. Perlweiß ist natürlich ein Begriff. Aber ich weiß nicht, wie es da ist mit Tierversuchen. Ich habe nichts gefunden im Internet. Ich hatte die mal angeschrieben, habe aber noch keine Antwort bekommen. Das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man keine Antwort bekommt. Weil in der Regel haben sie einem dann nur Negatives zu sagen. Ich nutze dieses Video jetzt einfach mal, um einen Aufruf an euch zu machen. Kennt ihr solche Sachen, die aber funktionieren? Die vegan und tierversuchsfrei sind, die man mal testen kann. Ist auch nicht schlimm, wenn es ein bisschen teurer ist. Wenn man es im Internet bestellen muss, ist mir egal. Hauptsache es funktioniert. Ich muss irgendwas gegen meine Verfärbung tun. Es nervt mich gerade. Aber ja, also ich glaube, Smile Secret kann ich nicht empfehlen. Es ist nicht ihrer Vampire approved. Oder lassen wir das mal lieber weg, sonst werde ich noch verklagt von Jeffree Star. Ja, Leute, habt ihr sowas auch schon mal ausprobiert? Was sagt ihr dazu? Wie sind eure Erfahrungen? Ich würde mich über Feedback freuen. Immer ein Däumchen nach oben. Und ja, dann bis demnächst, meine Lieben. Macht's gut. Tschüss.